Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei Wietzlaw. 1132 ist es. Und ein großer Krieg, ein größerer Krieg liegt hinter uns gegen Polen und große Gebietsgewinne. Ebenso groß. Polen ist nun in unserer Hand ein entfernter Verwandter, ein Krutor, Herzog Leszek, der ja übrigens genauso heißt wie der kürzlich verstorbene Leszek. Der ist dort jetzt an der Macht und wird hoffentlich ein guter Vasall für uns sein. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch noch zwei Dinge zeigen. Als erstes habe ich euch noch nicht den Nachfolger gezeigt, unseres toten Marschalls hier in Seeland. Das ist der sechsjährige Herzog Mischlaw. Ich glaube, ich vermute mal, so ungefähr wird er ausgesprochen. Ganz interessant bei ihm, er ist nämlich wunderschön als Eigenschaft. Wow, das bringt Diplomatie plus 3, Fruchtbarkeit 30%, Anziehungsmeinung plus 30, das ist ja echt Wahnsinn. Naja, mal sehen, was aus ihm wird und wie wir ihn dann, wenn er Herzog ist, einbauen können. Er gehört auf jeden Fall zu einem der mächtigsten Herzöge hier. Das ist das eine. Das zweite ist, weil wir lange nichts mehr mit ihm zu tun hatten, schaue ich mal nochmal bei ihm vorbei. Herzog Christoph, der lebt immer noch. Der Typ ist echt ein Phänomen, wie ich finde. 59 Jahre alt und hat hier einige Probleme. Leichenschreiber. Dieser Charakter schreibt mit einer höchstpersönlichen Tinte in sein Tag. Wie bitte? Darüber möchte ich gar nicht genau nachdenken, was da los ist. Er ist immer noch ein obsessiver Autobiograf und er hat eingefrorene Trauer. Dieser Charakter, der nie über den Tod eines lieben Menschen hinweggekommen ist. Wer auch immer. Wie auch immer, vielleicht sein Bruder hier, ich weiß es nicht. Ich wünschte eigentlich für unseren Freund, dass der mal langsam Herzog wird, aber der ist jetzt schon 41. Das ist so der Prinz Charles von Pomerellen. Unser guter Jaromar. Er wird vielleicht nie Herzog werden, der lebt wahrscheinlich ewig hier. Denn er hat einen gesunden Körper. In einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist, wobei, wenn ich Leichenschreiber lese, weiß ich das nicht so recht. So, bei dem wollte ich auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Dann haben wir Gefangene, um die wir uns kümmern müssen. Und zwar, wir haben hier einen Antoine, der ist schon 55, der hat irgendwie keinen Lehnsherrn. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Kämpfer-Abenteurer. Der ist aber auch nicht so gut. Also 9 Kampfgeschick. Weiß ich nicht, was hat er für Probleme? Achso, ja, mit 55 brauchen wir keinen Champion hier mehr. Wisst ihr was? Von dem kriegen wir nichts. Wir werden einfach mal eine Bekehrung verlangen und ihn freilassen. Wobei, passt eigentlich dieses Bekehrung verlangen zu einem nicht religiösen Eiferer? Würde man das machen? Wir verlieren 10 Schrecken, wenn wir den freilassen. Auch merkwürdig. Wir werden schwaches Druckmittel verlangen. Achso, wenn wir ihn ohne was freilassen, dann verlieren wir 10 Schrecken. Ja, das ist jetzt ein bisschen spielmechanisch gedacht, aber machen wir das mal mit dem Druckmittel. Der ist uns eigentlich egal. Hier ist es interessant, der Rüxa kann 135 immer bezahlen. Das ist okay. Fordern wir Lösegeld, eine Polen. Die kommen aus den letzten Kriegen jetzt hier. Dann haben wir, glaube ich, irgendeine ganz unbedeutende. Die können wir gegen einen Gefallen freilassen. Machen wir mal. Dann haben wir Tadeo Cisalpin. Was macht der denn hier in unserem Kerker? Der könnte interessant sein, weil das scheint ein ganz guter Kämpfer zu sein. Ich glaube, bei dem, den könnten wir unter der Bedingung freilassen, dass er für uns kämpft. Und dann finde ich es aber nachvollziehbar, dass man die Bekehrung verlangt, wenn er schon in unserem Heer kämpft. Dann machen wir das so. Der wird bei uns engagiert. So, dann haben wir einen Piasten. Für den kann bezahlt werden. Das ist gut. Der polnische König zahlt, auch wenn er nicht viel Geld hat. Und wir haben hier immer noch irgendeine Königinmutter, eine Schwedin, bei uns sitzen. Und da müsste der dänische König zahlen, der immer noch nicht sich das Lösegeld leisten kann. Wir machen das mal. Im Übrigen, ich wurde jetzt mehrfach darauf hingewiesen, die Tatsache, dass das Lösegeld hier so hoch ist, hängt damit zusammen, dass wir hier irgendwo halt, dass wir einen dieser Perks haben. Ist das goldene Pflichten oder irgendeiner dieser Perks? Und das wird dann gewissermaßen wie automatisch angewandt. Wurde geschrieben. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Normalerweise sind das Lösegeld ist geringer. Aber dagegen kann ich jetzt nichts tun und ich kann mir einfach vorstellen, dass unser gieriger Herrscher eben seine Leute, seine Kellermeister angewiesen hat halt oder wen auch immer, seine Diplomaten dort richtig Druck zu machen
um so viel wie möglich rauszupressen. So stelle ich mir das jetzt vor. Okay, das heißt, wir bekommen jetzt, glaube ich, eine Menge Geld, wenn das jetzt alles durchgeht. Das lassen wir mal durchlaufen. Ja, jetzt wird das alles erstmal angenommen. Das dürfte nichts Neues dabei sein. So, was passiert hier? Eine Glaubensgeschichte. Warte mal, das ist interessant. Ich bin als zutiefst frommer Mensch bekannt. Ist das so? Meine Hingabe an die höchsten Mächte sollte doch gewiss auch schon in diesem Leben zu etwas gut sein und nicht etwa erst im nächsten, nicht wahr? Okay, das sagt er sich selbst, weil er einfach hier seine Frömmigkeit... Ja, er ist halt aufopferungsvoll, so mit der Zeit gewissermaßen geworden. Es gibt eine Reihe von Leuten, die einmal daran erinnert gehören, dass ich in der Gunst allmächtiger Wesenheiten stehe. Oh, das klingt ganz interessant. Okay, wir können es für Prestige einsetzen. Aha, wir können es auch für Geld einsetzen. Und frommer Lehnsherr, das heißt, die religiösen Vasallen finden uns toll. Nö, da ist relativ klar, was wir tun. Ich war dieses Jahr zu nachlässig mit unseren Verehrungsstätten. Ja, so, genau so machen wir das. Okay, jetzt haben wir 1500 Leute. Die werden wir gut zu nutzen wissen. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal hier in Wismar. Werden wir mal... Halt, ich bin gar nicht in Wismar. Da muss ich nach Wismar. Ich könnte mir vorstellen, dass es Zeit ist, auch hier jetzt mal ein Fürstengebäude zu errichten. Das ist so ein bisschen problematisch, dass man natürlich jetzt hier eine Festlegung trifft für die nächsten hunderte Jahre, weil man wird nicht die gebauten Sachen hier wieder abreißen. Insofern dominiert jetzt hier eher ganz schön das, was hier passiert. Die Frage ist, was passiert hier eigentlich? Wir können auch hier Steueramtsstuben machen, haben wir natürlich in Stettin schon gemacht. Erst in den Kommentaren kam schon mal Lustschlösser. Finde ich auch ganz schön. Ich stelle mir ihn jetzt allerdings nicht so als jemand vor, der so in Prunk und Protz lebt. Aber ich stelle mir das so vor, dass er ja als Einsiedler lebt und sozusagen sehr stark fokussiert ist auf diese Umgebung. Er begibt sich kaum raus und kann mir schon vorstellen, dass er dann da, wo er sich immer zu auffällt, dass er das dann besonders schön haben wird. So interpretiere ich das jetzt mal. Und insofern folge ich mal dem Vorschlag. Wir bekommen dadurch mehr Prestige, außerdem höheren Anspannungsverlust und feindselige, aber auch persönliche Komplotterfolgschancen steigern. Feindselige heißt jetzt nicht, dass Feindselige uns gegenüber, sondern wenn wir Feindselige machen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und in all unseren Besitztümern steigt die Kontrolle schneller. Wir werden das errichten. So, gut. Und jetzt frage ich mich, wir haben doch noch andere direkte Grafschaften. Wir könnten hier in Lund mal etwas tun, beziehungsweise in Schonen. Da könnten wir eigentlich eine weitere... Wisst ihr was? Das finde ich ganz schön. In Helsingborg werden wir eine neue Stadt nochmal gründen. Auch auf diese Art und Weise unser Geld investieren. Wir haben plus 20,9. Das ist so etwa die Größenordnung, die ich gerne mag. Aber ich denke, wir können noch mal ein weiteres Kriegsvolkregiment ausheben. Und hier tendiere ich zu der nächsten Stufe der Mangonellen. Das führt dazu, dass wir immer schneller belagern. Und schnelles Belagern ist im Krieg wirklich bedeutsam, weil man gewissermaßen häufig so eine Belagerungswettlaufsituation hat. Und wenn man da schneller ist, kann man schnell noch zur gegnerischen Armee hin und die vielleicht schlagen. So, das ist interessant. Dann hatte ich gesagt, ich wollte jagen gehen. Aber ich finde, es muss sich jetzt irgendwie wesentlich ausdrücken, dass er einsiedlerisch ist. Und ich glaube, so eine Jagd bedeutet ja auch in gewisser Weise eine Hofjagd. Und das macht er nicht mehr, Leute. Er wird nicht mehr jagen gehen. Es ist, wie es ist. So, also das ist ihm jetzt auch nicht mehr vergönnt. Festmähler nicht, Jagden auch nicht. Das nächste, was eigentlich ansteht, ist ein Krieg gegen Dänemark, aber ja, dieser Offensivmalus, der ist mir einfach zu hoch. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Ich will immer noch mal beobachten, wie schnell der runtergeht. Ich glaube, so alle 2 Monate ein Punkt, ich weiß es nicht. Oh, wartet mal, Werfo ist verstorben, hier passiert ein bisschen was. Ich habe schnell gemacht, aber erstmal haben wir wieder die Karpfen. Das haben wir schon mal und was passt hier? Ja, ich glaube, das letzte Mal hatten wir irgendwie gefeilscht, aber zum schüchternen Einsiedler passt das nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Karpfenteich, den wir an unseren neuen Lustschlösser oder an dem noch anlegende zweite dann vielleicht, wir machen das.
wird gebaut. So, unsere Leute gewinnen Meinung. Auch interessant. Und, aber das ist jetzt wichtig, Vervo ist verstorben. Und das ist... Ah, der war erst 31. Schaut mal. Gott, oh Gott. Der war verstümmelt. Der hatte einen Arm verloren. Vermutlich in diesem Bürgerkrieg. Das ist sehr, sehr schade, weil der war wichtig für uns. Der hatte eine super Meinung. Der hat offenbar intern da ein paar Probleme. Gut, wer führt denn jetzt dieses Herzogtum? Herzog Wesse, ein Kind, 13 Jahre alt. Das hat keine gute Meinung von uns. Sie möchte jetzt auch noch Talava haben. Außerdem ist er im Moment noch nicht besonders talentiert. Schauen wir mal, was passiert, wenn er erwachsen ist. Dann will er natürlich in den Rat. Schade drum. Verbündet mit Varnabia. Auch das ist nicht so gut. Mit Milena Krutoy verheiratet. Die wiederum ist 41 und erst 13. Ernsthaft? Okay. Aber es ist kein matrilineares Verhältnis, nee. Das ist nämlich die Mutter von Gräfin Yolanta, die hier diese Grafschaft führt. Okay. Alles klar. Merkwürdige Verhältnisse. Wir brauchen aber jetzt einen neuen Verwalter. Und das ist nun wirklich eine wichtige Aufgabe. Gerade für einen gierigen Mann. Und wer käme in Frage? Graf Kasimir ist sehr talentiert. Dann die Gräfin Miroslava, die wir schon häufig, also die wir glaube ich schon mal in dieser Position hatten. Die Frage ist, gibt es jemand anders, der noch talentiert im Ränkespiel ist? Gucken wir uns das mal an. Franz, irgendeiner kommt nicht in Frage. Ne, die anderen sind mir eher zu unbedeutend für diese Aufgabe. Dann machen wir das nicht. Kasimir bleibt der Ratsspitzel. Wir könnten Niklot natürlich zum Verwalter machen, aber wisst ihr was? Miroslava bekommt hier nochmal ihre Chance. Wir weisen sie nochmal zu. Die hasst uns zwar, aber für den Job, den wird sie schon machen. Und 73 ist sogar besser als beim letzten Mal. Da war sie, glaube ich, irgendwas bei 80. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut, dann lassen wir wie gewohnt noch wieder ein bisschen weiterlaufen. Ich will auf jeden Fall das unter 10 bringen. Ich will keinen Bauernaufstand. Das hat ja auch was mit unseren Vasallen zu tun. Druckmittel verfallen dort. Kein Problem. Und, was ist hier? Ein Anspruch auf Kalisch. Seit Monaten gräbt Jaxa, Suffraganbischof von Prinz Celebrat, hanebüchene Verträge und gefälschte Stammbäume aus. Nun wagt es Graf Celebrat auch noch so zu tun, als ob dies ein rechtmäßiger Anspruch auf die Grafschaft von Kalisch wäre. Jetzt müssen wir mal gucken. Prinz Celebrat, wer ist das denn? Okay, das ist ein Pole. Ja, der will im Prinzip einer dieser Besitztümer irgendwo zurückhaben. Ich glaube nicht, was ist denn mit dem los? Ach, das ist ein Albino. Ich glaube nicht, dass das uns gefährlich werden wird. Aber die Polen, natürlich, kann gut sein, dass sie so einen Revanchekrieg führen werden. Aber das beeindruckt mich jetzt nicht. Was ist mit Jaruma? Halt, was geht hier so schnell weiter? Gab's hier... Was ist mit Jaruma los? Warum ist er nicht mehr unser Ratskanzler? Hallo? Was ist denn hier passiert? Jaruma? Ich kann ihn nicht mehr auswählen. Warum? Was ist mit ihm? Wo ist er denn? Der ist noch dort. Ach, warte mal. Der war doch mal an unserem Hof, ne? Können wir ihn nicht wieder einladen? Ja, er wird annehmen. Ich bin mir nicht sicher, warum er den Hof verlassen hat. Was ist da passiert? Ich hoffe, er kommt, ne? Okay, er ist wieder da. Und jetzt müsste er doch als Ratskanzler auch zur Verfügung stehen. Jaroma Krutoy, ja. Was ist denn da passiert? Habe ich irgendwie einen Missklick gemacht? Sehr, sehr merkwürdig. Ja, na gut. Es ist wieder geheilt. So, jagen gehen wir nicht. Hier warten wir noch. Wir können ein Bündnis mit Prinzessin Wojslawa aushandeln. Was ist denn mit der los? Hat die jetzt wieder irgendwie... Ach, das ist eine Bürgermeisterin geworden. Was soll ich? So ein Bündnis benötigen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay.
So, jetzt ist der Moment gekommen. Herzog Christoph ist gestorben. Und jetzt ist Jaromar endlich. Ich habe noch drüber geredet. Jetzt ist es soweit. Er ist glücklicher Herzog. Nach wie vor, denke ich, unser bester Freund. Jetzt hat er mir gerade wieder an den Hof geholt. Ja, und er hat viele Freunde, wie wir sehen. Sag mal, Königin Ausala ist auch seine Freundin. Interessant. Okay. Ja, das ist doch erfreulich. Sehr schön. Im Rat müsste er dann trotzdem sein. Damit ist er jetzt auch echter Herzog. Sehr schön. Wir gucken uns ganz kurz nochmal an. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, viele mächtige Kinder, die zwar nicht rebellieren können, aber auf jeden Fall blockieren können. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Wie gesagt, die Erbfrage ist eigentlich solide geklärt. Kein Thema jetzt. So. Wir haben einen Gast getroffen, der einen Anspruch auf Oplond hat. Oberhäuptlingstum von Oplond ist da hinten. Das interessiert uns nicht. Das sind die Samischen. Aber mich interessiert, wie der Stand der Dinge hier ist. Bei 11 sind wir. Ah, wir können aber erstmal einen neuen Vorzug freischalten. Und das nächste wäre dann organisierte Stammrollen. Aufgebot Verstärkungsrate plus 100%. Das heißt, es geht schneller, dass die Aufgebote wieder da sind. Wir sind, schaut mal, plus 7. Das geht doch viel zu langsam. Wir werden mal gucken, ob das vielleicht der Bug ist. Wir heben mal alle aus und werden dann wieder alle auflösen. Und gucken mal, ob es dann schneller geht. So, jetzt ist sie wieder zurück. Und jetzt haben wir, ja, plus 109 tatsächlich. Ja, während diese Folgen jetzt kommen in dieser Woche, ich hatte ja euch erwähnt, dass ich im Vorfeld aufnehme, wird wohl auch ein Patch erscheinen. Und ich denke, gerade dieses Problem wird der Patch dann lösen. Das kann ich leider jetzt noch nicht berücksichtigen. Hier gibt es übrigens Probleme. Bauernaufstand gegen unseren Sohn. Banditen, was kommt denn nicht klar? Das ist natürlich jetzt unschön. Was ist los hier? Niklot, du musst doch hier mit dem Papp... Ernsthaft, er kommt nicht zurecht. Okay, Leute, dann werden wir jetzt hier unsere Armee tatsächlich mal in Stellung bringen, um unserem Sohn zu helfen. Dazu müssen wir, glaube ich, aber auch in seinen Krieg eintreten, sonst geht das nicht. Wenn ich mich entsinne. Kriegsbeitritt anbieten. Bauernaufstand, genau. Hat er zwei Bauernaufstände, müssen wir in beide Kriege eintreten. Machen wir mal sicherheitshalber. Niklot hat wirklich auch eine große Ähnlichkeit mit uns. Ne, das geht irgendwie nicht. So, die Bauern jagen wir da fort. König Penti hat einen Krieg gewonnen. Hier oben. Oh, da hat er sich aber ein großes Stück rausgeschnitten. Das ist ein ganzes Herzogtum, was der da gewonnen hat. Interessant. So, dann wollen wir erstmal diese Bauern hier besiegen. Das war's mit denen. Und dann sollten wir... Ist das denn jetzt ein anderer Krieg noch? Oh, das versucht er zurückzuerobern, aber er hat nicht genügend Truppen. Können wir darüber und ihm auf diese Art und Weise helfen? Gucken wir mal. Kostet uns eine Menge. Wisst ihr was? Wir werden nun mal die Hälfte dorthin schicken. Das ist ein bisschen übertrieben. Die andere Hälfte, die werden wir auflösen. Und nur noch den Rest darüber schicken. Spart uns auch deutlich Kosten. Hier sind die Mangonellen mit dabei. So, sehr schön. Der Bauernaufstand ist gewonnen. Ah, okay, das heißt, er braucht unsere Hilfe dort gar nicht mehr. Aber hat er denn jetzt noch Probleme mit dem anderen Bauernaufstand? Wo ist der denn? Verstehe ich nicht. Wo sind denn diese anderen vermeintlichen Bauern? Ach, diese sind dort. Ah, das ist dort sein Problem. Alles klar, dann helfen wir dort auch nochmal mit. Gucken wir mal. Eigentlich müsste doch das Kasimirskrieg sein. Ach, der hat wahrscheinlich seinen Bruder mit in den Krieg gerufen. Alles klar, ich verstehe. Und der hat tatsächlich Probleme mit den Bauern. Dann helfen wir auch Kasimir. Wir müssen jetzt echt unseren Kindern hier aushelfen. Die kommen nicht klar. Na gut, sie sind ja auch noch nicht erwachsen, sind noch nicht wirkliche Männer, noch nicht zum Herrschen fähig. Da muss der Vater kommen. Aber jetzt, Kasimir wird erwachsen. Oh, und das bedeutet, wir müssen auch nach einer Hochzeit gucken.
So, ja, wir sind stolz darauf. Was wird er denn? Er wird ein extravaganter Schwindler. Das heißt in der Hinsicht jetzt nicht super talentiert, aber seine Eigenschaften sind damit komplett arrogant, paranoid und sadistisch. Okay, ein ganz anderer Charakter als sein Bruder, der ja gesellig, treuherzig und zufrieden ist, der ja der neue König sein wird. Das wird auch nochmal interessant werden, ob es da irgendwelche Interaktionen, Probleme, Konflikte zwischen den beiden geben wird. Vielleicht sollten wir nicht direkt dort landen, sondern erstmal hier. Wobei, und wir sind natürlich so übermächtig, dass wir die einfach besiegen können. Aber sicherheitshalber will ich erstmal das zurückbelagern. Nicht, dass wir hier noch den Krieg wegen Kriegsstand irgendwie verlieren. Oh, und da wurden, glaube ich, hier... Das sind Räuber von Riga. Ah, er zivil hat seine Räuber ausgeschickt. So, dann ziehen wir mal die Belagerung erstmal durch. Mit den zusätzlichen Mangonellen sollte das eigentlich leicht fallen. Plus 2,9 haben wir jetzt schon pro Tag. Und wir sind Oberhaupt der Polabenkultur. Das ist interessant. Das waren wir bisher noch nie. Wie kommt das denn? Wir haben doch nicht mehr Grafschaften dazu gewonnen. Möglicherweise, na, wir gucken uns das mal an. Polabisch. Wir haben 3. Ah, wisst ihr was? Es könnte sein... Ja, vermutlich gab es hier irgendeine Teilung, Erbteilung, sodass es hier keinen mächtigen Fürsten mehr gibt. Herzog von Lutitia, 15. Ja, da gab es, glaube ich, eine Veränderung. Und er selbst führt eben nur die eine Grafschaft und die Baronie. Ja, das ist der Grund, warum wir jetzt dort Oberhaupt sind. Und da das so ist... Nee, da wollte ich eigentlich nicht hingucken... Da das so ist, können wir jetzt entscheiden. Er hat sich für Verstädterung entschieden als Förderung. Wisst ihr was, das gucke ich mir mal genauer an. Das müssen wir jetzt nicht gemeinsam alles durchschauen. Da suche ich mal, was für uns am passendsten ist. So, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal das zurückbelagert. Jetzt müssen wir nur noch die Bauernarmee irgendwie stellen und bekommen. Wenn die zerstört ist, dann ist der Bauernaufstand auch beendet. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, da kommt es zur Schlacht. Wir haben zwar starke Gefechtsnachteile, aber der Sieg ist unser. Die 100% sind da und jetzt müsste eigentlich der Krieg beendet werden. So sei es prima. So, das heißt, wir können unsere Truppen wieder auflösen. Die Sache wäre erledigt. Und wir gucken, ob hier was Neues ist. Ja, Prinz Kasimir kann heiraten. Das ist nochmal eine wichtige Sache. Ich gucke mal kurz, ob irgendwas sich jetzt sofort anbietet. Ansonsten werde ich auch länger recherchieren. Das ist ja immer eine wichtige Entscheidung. Wir machen mal. Gertruda Klimovic. Das ist, oh Gott, das ist ja schrecklich. Hier bietet sich ja gar nichts an. Bündnismacht. Nee, das ist ja ganz komisch. Tochter von Jaromar. Obwohl, das wäre... Haha, wir könnten natürlich unseren anderen Sohn mit der anderen Tochter verheiraten, mit der hässlichen und sadistischen. Das passt natürlich auch irgendwie zusammen. Okay, wir könnten... Das ist interessant. Warte mal, was ist hier? Seeland. Gut, das ist... ja... Das wäre eine Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Haus in unserem Reich. Das ist seine Schwester, die er heiraten könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Kirgisisch finde ich ein bisschen weit hergeholt. Wir können mal hier oben einfach mal manuell gucken. Wobei, also interessant ist nach wie vor Kurland jetzt. Erzivil ist immer noch dran. Aber wartet mal. Nehmen wir mal an, er erbt in nächster Zeit. Das wird irgendwann passieren. So, wie sieht es dann aus? Er hat leider nur Söhne. Hat er noch einigermaßen junge Geschwister? 16, aber das ist auch ein Mann. 21, Schwägerin, die ist natürlich schon. Okay, das heißt, hier ist absolut kein Reinkommen mehr im Moment in die
kurländische Dynastie. Da haben wir keine Möglichkeiten. So, wie sieht's aus mit dem mächtigen Estland? Der ist 45. Hat eine Tochter, die ist 7. Ach, das Alter, das finde ich nicht so gut. Da müssten wir zu lange auf Nachwuchs warten. Das funktioniert auch nicht. Was ist hier? Ein Geschwisterkind. Ah, schade. Schon verlobt. Oder verheiratet. Wäre vielleicht auch eine interessante Wahl gewesen. Wir gucken mal hier oben bei den Stämmen. Königin Yukshaka. Die ist allerdings auch schon verlobt. Und hat keine weiteren Verwandten. Nee, das heißt also rein diplomatisch gibt es meines Erachtens für uns keine Möglichkeiten, um diese Verlobung irgendwie sinnvoll außenpolitisch zu nutzen. Insofern, denke ich, ist diese Entscheidung... Ich guck mal kurz, habe ich hier immer noch das drin? Ja. Insofern ist diese Sache... Ich gehe hier noch einmal durch. Lettgallen, da könnten wir natürlich noch hinheiraten. Lübeck. Aber eigentlich gefällt mir das fast noch am besten hier nach Seeland. Mit Jadwiga. Die ist 12. Muss er noch ein bisschen warten, bis er Kinder bekommen kann. Ehrgeizig, gerecht und treuherzig. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja, ich würde sagen, das machen wir. So, dann haben wir den auch unter die Haube gebracht und dann machen wir erstmal eine Pause. Ich schaue mir das nächste Mal an, wie es aussieht hier mit der Kultur, mit den Fortschritten, was sinnvoll ist. Und wenn ich jetzt mal angucke, jetzt ist doch wirklich eine lange Zeit vergangen. Ja, Angriffskrieg minus 5. Ich denke, der Moment ist gekommen, dass wir uns mal wieder Dänemark widmen werden. Und sie haben noch nicht mal mehr Partner in England. Und damit sollte... das Herzogtum Schleswig eigentlich ein gefundenes Fressen für uns sein. In diesem Sinne sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.